Well, Oliver, how do you feel when you hear those words, when you hear that music? You asked me if I can also speak German. Und ich habe ja Deutsch gesprochen mit euch, 12 Jahre lang. Und wo bin ich da mit euch gekommen? Wohin bin, wo, wie, was haben wir erreicht in den 12 Jahren? Ich habe immer wieder mal probiert, so tok, 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 genau. Es ist vielleicht möglich, dass wir mal über unsere Vergangenheit sprechen, über den Tod unseres Vaters. Und wir haben da alle irgendwie unsere kleine Welt aufgebaut, um damit fertig zu werden. Und ich habe eben wirklich das Gefühl, dass die ganze Familie sich zusammengeschlossen hat, weil ich immer wieder tok, tok, tok mache und sage, kommt, lasst uns mal drüber sprechen, dass ihr euch eben zusammengeschlossen habt und euch einig seid, die Silke ist verrückt. Und ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt und deswegen ist das nichts Neues für mich, aber es ist äußerst unangenehm und ich habe das Gefühl eben, ja, bei den Worten, Love so beautiful, ich spüre Liebe und wenn ich über Liebe spreche in unserer Familie, dann ist das wie Chinesisch. Und schon als Kind hatte ich das Gefühl, immer wenn ich diese Liebe spürte, das ist besser, wenn ich die verstecke und runterschlucke. Und das hat mir sehr, sehr weh getan, diese Gefühle runterzuschlucken und für mich zu behalten. Und das hat einen Druck in mir ausgelöst, der irgendwann zur Explosion geführt hat und wo ich nicht mehr konnte. Und unsere Mutter denkt viel, dass ihre Söhne, Holly, du, Tobi besonders, auch Axel, ihr seid alle wie Vatern in ihren Augen, weil ihr seid ja Männer und ihr seid die Verbindung für sie, für sich selber, sich wertschätzen zu können. Und ich bin da jetzt mal ziemlich direkt. Ich sehe zwar nicht aus wie unser Vater, aber ich bin wie unser Vater. Denn und da kannst du ja unsere Mutter gerne fragen. Sie war immer die Bremse und unser Vater war der Motor. Und so auseinander wollte sie das auch. Und da blieb unserem Vater gar keine andere Möglichkeit, als der Motor zu sein. Und er musste immer ja auch gegen die Bremse angehen. Und nun ist der Motor gestorben. Bups, weg. Und was ist übrig geblieben? Die Bremse. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, also sie lebt schon so einige Dinge, die unser Vater gelebt hat. Nur, ich weiß, dass mein Vater mich geliebt hat und es mir immer nur gezeigt hat, wenn ihr nicht dabei wart. Und woher sollt ihr das also wissen, wie er sich mir gegenüber gefühlt hat? Und wenn ihr dabei wart, dann hat er, ist er dann he went out of his way, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, um euch zu beweisen, dass er mich nicht lieb hat. Weil er musste euch beweisen, weil ihr habt da schon irgendwas gespürt, da ist was. Und da, wenn ihr dabei wart, dann hat er extra auf mir rumgetrampelt. Und das hat lange gedauert für mich, das rauszufinden. Und es hat auch lange gedauert, rauszufinden, wenn unser Vater eben zum Beispiel gesagt hat, hey, ich habe den direkten Draht zum lieben Gott. Und ich weiß, es gibt viele Wege nach Rom. Ich weiß einen, ihr braucht mir nur zu folgen. Ich weiß, ihr habt ihn immer behackt dafür. Und ich habe das gehört und habe immer gedacht, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Und mit vielen hatte er recht, was er gesagt hat. Und ist ja genauso bei Menschen gegen die Wand gelaufen, wie ich jetzt bei euch gegen die Wand laufe. Und ja, besonders eben gesteuert durch unsere Mutter. Also unsere Mutter ist irgendwo da auch vielleicht der Motor. Nur unser Vater war ein positiver Motor. Unsere Mutter ist jetzt ein negativer Motor und ist ein passiver. Also es nennt sich in der Psychologie, Psychiatrie, passiv-aggressiv. Denn alles, was ich versuche aufzubauen, auch ins Gespräch zu kommen, blockiert sie. Und da gibt es, ja, gibt es da einen Weg? Also ich würde eben gerne einen finden. Und unsere Mutter hat gesagt, ich habe nie etwas für irgendjemanden in unserer Familie getan. Und well, you asked me if I could also speak German. Well, you know what? Why would I do anything for you if you do nothing for me? The only thing that I want is a conversation about what happened in the past and all the feelings attached to it.
because every time I speak to our mom about feeling sorry about the me having accepted that money for our house, she said, well, because of you, our father died, or your father died, and you know, he, ich sag's mal in Deutsch, damit du es auch verstehst, er hat angeblich also das Haus in Horn beliehen und das Haus in Hüttenbusch. Die beiden Häuser zusammen, alles was der ganze Besitz ist ungefähr, also mindestens 2 Millionen Euro wert heute. Ich habe $150.000 bekommen und ich bin da ziemlich traurig, dass wir da nicht irgendwie auf einen Konsens kommen und alles, was bei uns schiefgelaufen ist in der Familie, und da ist ja eine ganze Menge. Ich meine, wir haben betrogen und ich habe von dir ja gehört, deine Firma, die betrügt weiter, und dafür bin ich da, das aufzugeben. Denn ich meine, der direkte Draht von ihm, Gott, ich weiß, was Vater da hatte, weil ich spüre das, ich spüre das, und ich bekomme mehr Informationen. Erstmal musste ich lernen, diese Betrügereien, die ja unser Vater nur gemacht hat, um uns zu helfen, um sich zu helfen, um so vielen Menschen zu helfen, um unsere Familie herum und also die ganze Familie, Freunde, er hat ja alle beschenkt. Und so habe ich auch, also weiß ich auch, dass er auch geleitet war. Und ich bin jetzt eben so geleitet wie er, nur dass ich, wie gesagt, das aufräumen musste, diese ganzen Betrügereien. Ich musste lernen, die Wahrheit zu sagen, 100%, und auch sie zu sagen, auch wenn ich ja riskiere, Freunde zu verlieren und auch Familie zu verlieren. Und ich meine, ich habe euch alle verloren. Ich bin da sehr traurig drüber, nur ich kann es nicht akzeptieren, also das sollten wir ins Gespräch kommen. Ich werde nie wieder so sein, also diese Rolle spielen, die ihr mich gerne spielen habt. Also der kleine Pudel, der kleine Dackel, der hinter Mami hinterherläuft und immer tut, was sie sagt, und dann bin ich okay. Aber ehrlich gesagt, ich meine, da bin ich ja, da würde ich auch denken, ich bin durchgeknallt. Und ich habe ja diese Rolle gespielt und ich habe sie satt. Ich bin ein bisschen mehr als das. Ich weiß auch ein bisschen mehr als das, ich weiß auch mehr als unsere Mutter, und bei unserer Mutter geht das, it's my way or the highway, you know, go fuck off if you don't do what I say. Und so geht das Leben nicht, das ist ein bisschen einfach, würde ich mal sagen. Ja, jetzt bin ich richtig bremisch und dann komme ich mal auf der, also so werde ich gelenkt. Das sind keine Zufälle, dass das passiert, denn so werde ich jetzt aware gemacht, also bewusst. Ich habe dieses T-Shirt bewusst, unbewusst, also erst unbewusst und dann aber bewusst angezogen, denn das ist ein T-Shirt, das ist so ein bisschen die Bremer Waterkant hier. Und das gibt es aber ja auch in Frankreich, so ein Hemd. Macht da drei Knöpfe dran, dann ist das ein französisches Schifferhemd. Und all made in America, can you imagine, by Esprit. Wir leben in einer Welt, die sich ändert. Und für diese Änderung bin ich da, dass wir lernen zu entscheiden, was wir brauchen, nicht was wir wollen, so wie wir das gelernt haben in unserer Familie. Also es konnte ja nie genug sein. Und ich weiß, dass du ja auch manchmal blockiert hast und Tobi hat blockiert und Tina hat blockiert und deine Frau, Sabine, die alle haben blockiert und haben gesagt, nein, 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 wir wollen das nicht. Das ist ja ganz toll, ihr habt es aber trotzdem genommen. Alles, was Vater gegeben hat. Und das heißt nicht, also zu sagen, nein, ich will das nicht und dann nehme ich es doch, und dann zu sagen, ich habe es nie bekommen. So war Tobi. Ich weiß nicht genau, wie du bist, also du bist da sehr, sehr kulant und sehr charmant. Hast auch viele Dinge bekommen von Tobi. Da sind ganz viele Schränke von unseren Eltern, und unsere Mutter wirft mir vor, dass es unschöne Erbschaftsgeschichten gab zwischen uns. Also das Einzige, was ich geerbt habe, waren die Schulden, die entstanden sind durch das Geld, was ich angenommen habe, die 150.000, die ich zurückbezahlt habe. Und ich sage, ich habe die bezahlt, denn die Firma, die Michelle gegründet hat, die habe ich gegründet. Und mich dann so auszuschließen, wie ihr mich ja jetzt alle ausschließt, tut mir leid, das ist alles ein bisschen viel zu schlucken. Und deswegen bin ich hier auch, ich meine, ihr habt mich mit Füßen getreten. So lange, bis ich der Staub unter der Fußmatte war.
Und deswegen bin ich auch zusammengebrochen, weil ich wusste mir keinen Rat mehr. Wenn ich nicht das Arschloch gespielt habe, dann war ich nicht gut. Und dann kamen Freunde, die mir geholfen haben und die mir den Spiegel vorgehalten haben. Die haben gesagt, deine Familie, die liebt dich nicht, die tun nichts für dich. Du musst da weg. Und das war in der Familie in Amerika. Jetzt bin ich hier in Deutschland. Und meine Familie hier in Deutschland ist genauso wie die in Amerika. Nichts besser. Und Annika und Florian sind außen vor, weil ich habe denen nie in so einem Detail erklärt, was in meiner Familie abläuft. Wusste ich auch noch nicht ganz so genau wie jetzt. Und ich denke, dass sie verdient haben, das zu wissen, was bei uns los ist. Und ich will nicht sagen, dass ich 100% recht habe. Ich weiß nur, dass meine Gefühle mich nicht betrügen. Den vertraue ich 100%. Und deswegen weiß ich, dass da eine ganze Menge im Argen ist, die zu besprechen ist. Und wo, ja, wie können wir das nun machen? Also, dies ist nicht die einzige Information, die ich mitteile. Ich habe andere Clips gemacht für Annika und Florian, auch mit Michelle. Mir ist daran gelegen, dass wir einen Weg miteinander finden, dass wir als Freunde miteinander auskommen können. Jeder sein Leben führt, nur dass wir ab und zu auch mal sagen, hey, wie geht's dir, was machst du so und läuft alles gut, kann ich irgendwie helfen? Und helfen heißt nicht, dass du zu mir kommst und mir meinen Computer einbaust und dann sagst, dass ich ein Idiot dafür bin, dass ich vielleicht irgendwas ausgesucht habe, was du nicht ausgesucht hättest. Das ist ein bisschen, sorry, das ist mir einfach zu doof, okay? Und alles, was gewesen ist, ist in der Vergangenheit, das können wir nicht ändern. Wir können jetzt ändern und wie es weitergehen kann. Und dazu bin ich offen und ich hoffe, dass auch du möglicherweise offen bist und deine Familie. Ich habe ja jetzt deinen Sohn auch mal so ausgesingelt, so wie du das mit Florian gemacht hast. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt. Ich meine, nur mir das nicht zu sagen, ist ja okay. Hast du auch Gefühle dazu? Ich meine, ja, Tim ist auf deiner Seite. Ich meine, den hast du ja angespitzt. Die Silke ist durchgeknallt, die ist krank und die sind ja auch eine ganze Menge Ärzte und das System hier, die da übereinstimmen. Nur weißt du ja gar nicht, wie die mit mir umgehen und was da passiert. Also ich habe einen Betreuer und ja, der blockiert mich. Der weiß aber auch, dass ich hier bin, um das System zu crashen. Und der weiß eine ganze Menge, die ihr gar nicht wisst, wo ihr, ja, wollt ihr nicht wissen, ihr wisst ja alles, ihr seid ja so viel besser, also ihr habt immer recht. Tja, wie soll man da mit jemandem ins Gespräch kommen? Also, ich weiß, du hast mir mal einen Moment gegeben, dass ich darüber spreche, was also wie ich das sehe, und ich weiß auch, dass ich da Druck gemacht habe, weil ich gerne einen Weg finden möchte. Ich habe es auch im Guten versucht. Es funktioniert, es gibt keinen Weg. Eure Meinung ist gemacht, Stempel drauf, Silke ist durchgeknallt, das war's. Und ganze Menge Dinge, die mich inspirieren, was zu sagen, das führt jetzt hier zu weit. Ich kann nur sagen, dass ich meinen Vater auch geliebt habe und jeder Mensch hat... Ist ein Mensch und macht Fehler und seine Fehler habe ich ihm verziehen. Ich meine, unsere Mutter sagt, dass das normal ist, wenn man da nackt rumläuft. Für mich war es nicht normal, okay? Unser Vater ist immer nackt rumgelaufen und mich hat das gestört. Durfte ich aber nicht sagen, weil es war ja seine Freiheit. Tja, und seine Freiheit wusste er ganz genau, dass das nicht in Ordnung war, weil jedes Mal, wenn es geklingelt hat, ist er nach oben geflitzt und hat sich eine Hose angezogen. Warum musste ich das also ertragen als seine Tochter? Nicht okay. Und das habe ich ihm verziehen, denn ich meine, das kam gar nicht von ihm, das kam auch von unserer Mutter. Und unsere Mutter hat auch ihre guten Seiten, aber unsere Mutter versteckt ihre guten Seiten unter Kritik und Hass und was weiß ich nicht alles. Und da möchte ich jetzt dran kratzen und ich wünsche mir, dass wir einen Weg miteinander finden, weil ich mache das nicht, um Finger zu zeigen und zu sagen, ihr habt alle Schuld, sondern dass ihr auch mal eure Seite mir mitteilt, dass wir zusammenkommen möglicherweise. Meine Zeit ist ab, sonst bye.